So, jetzt kochen wir uns erstmal ein schönes Teechen. Das Wasser. Ja, noch nicht. Aber bald kocht's. Ja, manche Leute trinken nicht gerne heißen Tee an heißen Tagen, aber ich finde, Tee kann man immer trinken. Das ist sehr entspannt. So, jetzt könnt ihr hoffentlich auch endlich mal das Feuer am Alkoholkocher sehen. Jetzt, wo es hier ein bisschen schattiger ist. Die Flamme vom Ethanol ist immer so schlecht zu sehen, nahezu farblos. Aber jetzt seht ihr es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser. So, der Tee ist am Ziehen und das lassen wir jetzt einfach auskochen. Das wird jetzt noch mal so eine Minute brennen und dann ist fertig. Diesen Kocher kann ich wie gesagt auch sehr empfehlen. Kann man sich für kleines Geld aus Dosen selber bauen. Wenn man ein bisschen geschickt ist, bekommt man es hin. Ja, zumindest so wie ich. Das ist allerdings schon mein, ich weiß nicht, dritter Versuch oder so. Mein erster Versuch war viel schäbiger als der hier. Hat auch funktioniert, aber sah halt richtig abgehackt aus. Der hier ist jetzt ästhetisch sehr ansprechend, sehr symmetrisch und funktioniert auch ein bisschen besser als der alte. Also man muss da schon sich ein bisschen Mühe geben, das schön genau machen. Aber ja, wem solche kleinen Projekte gefallen, dem kann ich das empfehlen. Kann man, also ne, wenn man Cola oder so hin und wieder trinkt, dann hat man die Dosen ja eh schon, kann man sich sowas selber bauen. So, jetzt ist das Ethanol fast alles weggebrannt. Und dann ist gleich vorbei. Und da das Weißblech ist oder Aluminium, bleibt er auch nicht lange heiß. Also in 2 Minuten ist er schon wieder völlig abgekühlt. Also man sollte nicht drauf wetten, aber jedenfalls ist es auch sehr vorteilhaft. Ja, habe ich mir noch so einen Windschutz gebaut aus Dosenblech und eine kleine Pfanne dafür. Da kann man auch mal, wenn man mal ein Feuer anfachen möchte, kann man das auch auf diese Platte legen. Das ist ein Verschluss von einer Konserve, also von der Glaskonserve. Ja, so, jetzt ist er ausgebrannt, seht ihr? Gut. Jetzt mal gucken, wie lange der Tee noch ziehen muss. Ja, noch mal so ein bisschen. Habt ihr das gesehen? Gut. Bis dann.